Sie haben genau das genommen, was Paul zum Überleben brauchte. Dr. Emerald. Das hat sie zum wichtigsten Ziel gemacht. Ja, das stellten sie klar. Monarch sperrte jeden Fluchtweg mit Barrikaden und Straßensperren ab. Ich musste aufs Festland, mit einem Auto ging das nicht. Brauchte einen neuen Plan. Okay, los! Beth, du musst mich abholen, die Straßen sind zu heiß. In Ordnung, wo willst du mich haben? Ich sag dir Bescheid, sobald ich irgendwo hochkomme und mir die Brücke besser anschauen kann. Ich denke aber, es wird nicht möglich sein. Ich muss höher hinauf. Schauen wir mal eins. Ich schau direkt auf die Brücke. Ganz schön viele Monarch-Leute. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich durchschleichen? Vielleicht. Oder ich komm dich abholen, du musst nur Bescheid sagen. Ich sitze hier draußen ziemlich auf dem Präsentierteller. Versuch dich also zu beeilen. Es wäre besser, wenn du mich auf das Boot holst. Monarch ist mir auf den Fersen, ich mache mir hier nicht gerade Freunde. Wie geht's Dr. Emerald? Schlägt immer noch um sich und schreit rum. Wie lange brauchst du noch, bis du hier bist? Kommt drauf an. Ich schau mal. Alter, die Bilder sehen schon cool aus. Boah. Scheiße. Was zum Teufel? Ich gehe besser rein, bevor der Hubschrauber mich sieht. Da ist Mr. Krabs auf dem Dach da hinten. Das Monarch-Gebäude, Motel. Da war direkt über meinem Kopf, Motel. Das ist noch da? Ja, ich suche nur einen Aussichtspunkt. Und ein bisschen erinnert mich das an New York oder sowas. Die Richtung. We can't find him, so we need to look into a replacement. Night Springs. All ponies are made of butter in Night Springs. There is all of us. Lots of the crazy things happening in Gitu of Niget Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. Okay. Das scheint so eine Art Vorsprechen zu sein für einen Film. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be over. But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright blings. Night spring. Fright. Winge. Jesus. We know the old dance. Fortunate and destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in night springs. Right things.
Night Springs. Okay. Das ist Night Springs. Ist das hier? Schön ausmachen, ne? Sind ja nicht passende Elite. Bin und stolz ist. Riverport, Herald. Okay. Geschichte. Zeitungen. Reportagen. Okay. Zu Joyce und Wilder. Wir suchen weiter. Ich kann hier nicht lange bleiben, Jack. Du musst dich beeilen. Ja, apropos. Schlechte Neuigkeiten? Ist wohl das Motto heute. Ich sehe mir die Brücke gerade an. Wenn ich nur in die Nähe komme, werden sich Unschuldige im Kreuzfeuer wiederfinden. Na gut. Irgendwelche tollen Ideen? Sie können jeden Moment weiter. Mal sehen. Unter der Brücke ist ein Pier. Da kannst du mich mit dem Boot abholen. Riesige Benzinwerbung. Nicht zu verfehlen. Schön hell, damit Monarch alles gut sehen kann. Wir haben keine andere Wahl. Wechsle auf Monarch-Frequenz. Ich melde mich. Ich bin in ein paar Minuten da. Also versetzt mich nicht. Oh Gott. Okay. Okay, wie kommen wir da runter? Wo ist die Rutschstange? Für die, die eben erst eingeschaltet haben, die Jagd ist noch nicht zu Ende und die Behörden suchen immer noch nach Jack Joyce, dem Hauptverdächtigen für den Terroranschlag auf die Universität. Jack Joyce soll auch in eine schwere Schießerei in der Monarch Villa auf Gull Island vor ungefähr 30 Minuten verwickelt gewesen sein. Am Telefon habe ich Ken Bukowski, ein Brückenwärter der Port Donnelly-Brücke. Ken, was können Sie uns über die Situation berichten? Hey, ich wollte nur mal eben meinen kleinen Jungen grüßen. Hey Ben, hoffe du hörst zu. Müsste der nicht schon längst im Bett sein? Wie ich ihn kenne, liest er gerade diese Tribute von Panem-Bücher. Naja, ich bin hier gerade im Kontrollraum mit Blick über die Port Donnelly-Brücke. Monarch hat Straßensperren errichtet und überprüft alle Fahrzeuge, die durchkommen. Es ist alles sehr gut organisiert. Mit mir hier oben ist Darren, ein netter Kerl von Monarch, der irgendwie von hier oben aufpassen soll. Er trinkt keinen Kaffee. Irgendwas stimmt also nicht mit ihm. Quatsch, wir sind gut aufgehoben. Auch wenn nicht Polizisten die Straße sperren. Ja, Ken, Monarch setzt alles daran, der Polizei zu helfen, Jack Joyce zu erwischen. Ich weiß, dass Leute gefragt haben, ob Monarch überhaupt die Befugnis dazu hat. Nun, meine Frage ist, wenn nicht Monarch, wer dann? Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass wir uns hier in einer Krisensituation befinden. Warum steckt Joyce nicht hinter Gittern? Wenn die Polizei überfordert ist, dann sollten wir jede Hilfe dankbar annehmen. Und Monarch sind die einzigen, die Sicherheit garantieren können. Stimmt's, Ken? Ich schätze, das ergibt Sinn. Auf jeden Fall. Wir sollten aufhören zu fragen, warum sie uns helfen und anfangen, ihnen zu helfen. So sehe ich das. Wir freuen uns auf weitere Meinungen von Riverport. Gleich im Anschluss. Okay. Darren, haben sie erwähnt. Kennen wir den vielleicht nicht schon? Okay. Entschuldigung, Sir. Wir helfen der Polizei, nach einem Terroristen zu suchen. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ist das der Typ, der die Bibliothek in die Luft gejagt hat? Ja. James Joyce? Jack Joyce, ja. Haben Sie was Ungewöhnliches bemerkt? Nun, in einer der Straßen da hinten ist ein Sportwagen. Er ist ziemlich zerstört. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Zeigen Sie mir bitte sofort, wo genau. Verdammt, ich beeile mich besser. An alle Einheiten. Martin Hatch ist kompromittiert worden und wurde seiner Position enthoben. Ich wiederhole, Martin Hatch hat keinerlei Autorität mehr und seine vorherigen und aktuellen Befehle sind ungültig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für mehr Informationen. Okay. Jetzt greift quasi die Entscheidung vom Hatch. Was?
Odell Seafood. Ich glaube, die Firma ist schon lange dicht. Was wollen die eigentlich mit all diesen Sägen? Die sind überall. Ja, okay, die sägen ein bisschen Holz, aber so viele Sägen. Oh, hier ist wieder. Okay. Schreck mich doch nicht so. Scheiß Spiel. Okay. Hier haben wir noch so ein Ding. Ey, wieso finden wir zu viele davon? 3 von 6 gefunden. Okay. Wir versuchen, den Verbrecher zu erwischen. Den Terroristen Jack Joyce. Danke für Ihre Geduld. Bitte sprechen Sie mit unserem Sicherheitspersonal, wenn Sie irgendetwas. Das sieht mich doch, wenn ich hier lang klatter. Eine. Völlig unauffällig. Beth zu treffen war unmöglich, als die Anomalie eintrat. Ihr Boot hat sie nicht erreicht? Nein. Aber es gab mir die Möglichkeit, auf die Brücke zu klettern und dort an Monarch vorbeizuschleichen. Mehr oder weniger unbemerkt. Mehr oder weniger. Ich sollte auf die Brücke und sie überqueren, bevor diese Anomalie vorbei ist. Warum können die in Spielen manchmal nicht über die Treppen laufen? Die Szene auf der Brücke war surreal. Das waren keine Polizisten. Sie hatten keinerlei Befugnis. Aber Monarchs PR-Maschine hatte ganze Arbeit geleistet. Sie waren die Helden, die alle beschützten. Und Sie waren der Terrorist. Ja. Sehr cool, Mann. Super, das landet direkt auf Facebook. Was direkt auf Facebook? Keine Spur von ihm, Sir. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass er hier auftaucht.
Ja, super, wieder ein Endgegner. Wir wissen ja schon drüber, wie es geht. Okay, gut. Alles in Ordnung. Ich muss nur über diese verdammte Brücke kommen und dann habe ich es geschafft. Ohne Herz zerrissen. Alter. Alter. Okay, hier geht's hoch. Aber dass der Typ jetzt, auch quasi, ja, es wird halt immer schwieriger. Alter. Die Vögel. Ist schon geil gemacht. Kann man nicht meckern. So, hier können wir wieder gucken. Okay. Alter. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aus dem Anfang. Oh nein. Das ist wirklich übel. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Bisschen warten. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Zweimal jetzt. Oh.
Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Alter, die Dinge sind alle freischwebend. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde das Ende der Zeit aussehen. Alles war zerrissen, im Chaos, eingefroren. Und niemand würde es bemerken. Liebesboot, halt still. Na komm, halt still. Na komm. Der Riss wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten sich. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Wills Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Es ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Und das ist unvermeidlich. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Sie haben ihn geschätzt. Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen sie. Yippie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen. Oder... wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Amy, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Alles klar. Okay, Doktor, los geht's. Und ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das würde Ihnen leid tun. Ja. Jack, bevor wir nach unten gehen, müssen wir etwas besprechen. Was denn? Ich muss erst mal rauskicken. Oh, nee. Das ist ja die Maschine, wo wir schon mal waren. Und die lief nicht. So, naja, schon so irgendwie...
erstmal hier. Okay. Das war der Typ, der auf der Gala die Rede gehalten hat. Das ist Martin Hatch. Dem Monarch-Funk nach wurde er als Verräter bezeichnet, der das Monarch-Labor sabotiert hat. Ein Verbündeter? Hm. Auf keinen Fall. Okay. Oh, hier haben wir auch noch was. Komm mal hier rein. Nein. Da kommt man nicht rum. Ja, das ist dieses... Oh, da waren wir schon mal drin in dem Gebäude hier. Bestplan für 2010. Beskarium-Pläne, um ins Jahr 2010 zurückzureisen. Okay, kann man es nochmal zu stehlen. Okay. Dann okay, was gibt's? Es ist wegen des Plans. Wenn Emerald die Maschine zum Laufen bringt... Dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010 und stehlen sie. Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay, und warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Okay, jetzt kommen wir hier raus. Jetzt gehen wir da auch mal hin. Da ist noch was. Hallo Riverport. Nun, es war eine harte Nacht für uns. Der Zusammenstoß an der Port Donnelly-Brücke, der mehrere Opfer gefordert hat, wird weiterhin untersucht. Der Tod von mindestens einem Dutzend Menschen wurde bestätigt und die Ermittler gehen von noch mehr Verlusten aus. Manche davon immer noch eingesperrt in den Autos auf dem Grund des Flusses. Die Ursache des Unfalls ist weiterhin unklar. Was zu der Verwirrung beiträgt, sind widersprüchliche Berichte von Schiffpersonal und Zeugen vom Festland. Der Kapitän des Frachters besteht darauf, dass die Brücke oben und der Weg frei war. Andere Zeugen berichten, dass das Schiff mit hoher Geschwindigkeit auf die Brücke zugefahren ist, obwohl diese noch nicht für die Durchfahrt geöffnet war. Wieder andere Zeugen geben an, dass sich überhaupt kein Schiff der Brücke genähert hat. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Nun, offensichtlich wird dieses Unglück mehrere Auswirkungen mit sich bringen. Durch den Ausfall der Port Donnelly-Brücke werden schwere Staus auf den anderen Routen über den Fluss erwartet. Und wir erhalten Meldungen, dass es zu mehreren Autounfällen in ganz Riverport gekommen ist. Sie sollten also ausreichend Zeit einplanen, wenn Sie vorhaben, heute Ihr Auto zu benutzen. Passen Sie auf sich auf. Hoffentlich ist das alles bald wieder vorbei. Die Musik. Also es gibt drei Versionen. Die einen sagen, oh, die Brücke war unten, bin doch da drüber gelaufen. Der Kapitän und die Mannschaft sagten, nein, die Brücke war oben. Andere sagen, es gab überhaupt gar kein Schiff. Ja. So. Mal sehen, wie weit Dr. Emerald mit der Zeitmaschine ist. Ja. Ich glaube nicht, dass wir ihr vertrauen können, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat, als ob sie sie schon mal gesehen hat. Sie weiß, wozu sie da ist. Glaubst du, Will hat ihr davon erzählt? Nein. Will war nie einer von der gesprächigen Sorte. Das kann ich verstehen. Tja, Will hat es wirklich übertrieben. Als wir Kinder waren, konnte er mir wichtige Dinge nur mitteilen, indem er mit meiner Plüschgiraffe sprach, während ich im Raum war. Wie süß.
Und ziemlich schräg.